Weiter geht's. Sieben Boys blind daten mit Anna Gazanis. Ich freue mich, ich bin gespannt. Leute, ich hoffe, es wird, wird wieder ein super Content hier. Ich kann mich gar nicht halten, dann bin ich komplett von den Zocken. Jungs, gehen wir mal rein. Die knallharte Anna Gazanis zu Gast. Hinter den Formen waren sieben Boys, die bereit sind, von Gefühlen erschlagen zu werden. Oh, ja. Jede Runde fliegt einer raus. 3, 2, 1. Das sind deine Schuhe. Was dein erster? Oh lol. Nikes liebe ich. Ja, welche sind so deine Faves bis jetzt? 1 und 2. Ja, 1 und 2. Ich glaube, die letzten ist ein anderes Modell. Ja, mit dünnerer. Boah, ich weiß gar nicht. Air Force finde ich fresh. Weiß ich nicht. Ich finde keine von denen jetzt irgendwie weird. Aber ich bin so eine richtige Air Force. Oh, Digga! Air Force Maus. Genau. Und 4 ist bodenlos dreckig. Ich weiß gar nicht, wo actually der beste. Wohin mit mir? Ich glaube, hier. Trägst du selbst Air Force? Ja, ich trage nur Air Force als Sneakerschuhe, weil ich kann nichts anderes tragen. Alles andere finde ich, sieht an meinen Füßen kacke aus. Also von Sneakern. Ich versuche immer voll oft, neue Schuhe auszuprobieren und zu sagen so, okay, ich trage jetzt auch mal Fila oder Nikes oder so, irgendwelche anderen. Aber nee, Air Force, ich kann nicht anders. Es ist schon ein bisschen zu dreckig, muss man ehrlich sagen. Nächstes Mal sauber machen, Kelly. Vielleicht ist er aber auch gerade vom Feiern gekommen. Ne? Ja, das kann auch sein. Okay, dann ist es vielleicht nicht ganz so. Dann ist es Thought. Gehen wir mal weiter. Welche Schuhe findest du nicht so? Ja, ich weiß, es ist Air Force Nike sind. Ich bin doch nicht komplett hängen geblieben, oder? Nummer 5 finde ich, ihr müsst euch im kompletten Outfit wahrscheinlich sehen, aber jetzt auf den ersten Blick ist aber nicht Outfit ganz meins. Könnte cool sein. Ja, könnte cool sein. Cool sein, ja. Okay, hast du eine Frage direkt? Ja, und zwar wisst ihr ja wahrscheinlich, dass ich rotes Haar habe, aber ich bin auch immer offen für Neues. Welche Haarfarbe könntet ihr euch noch an mir vorstellen? Also überlegst du vielleicht, also du bleibst erstmal rot, aber erstmal bleibe ich rot, ja. Irgendwann. Ja, you never know. You never know. Kandidat Nummer 1. Finde ich, steht dir aber auch gut. Also ich zum Beispiel an mir selber wäre ich auf jeden Fall kein Fan von der Art von roten Haaren. Ich bin eher so ein natürliche Haarfarben-Fan. Also ich könnte mir vorstellen, noch mal blonder zu gehen. Ich könnte mir vorstellen, auch in den Ginger, in ein natürliches Rot zu gehen. Braun und Schwarz nicht. Aber das sind so die beiden Haarfarben. So, das würde ich an sich ganz nice finden. Aber ich finde, ihr steht das hervorragend. Passt richtig gut zu ihr. Genauso wie die Lara diese grünen Haare so unglaublich gut steht. Also, oder wie da auch die blauen Haare, diese Strähnen da. Weiß ich nicht, passt richtig gut zu ihr. Welche Haarfarbe anstelle von Rot würdest du bei Anna sehen? Oha. Ich denke, irgendwas Dunkles, vielleicht so ein dunkles Braun oder Schwarz. Könnte ich mir den tatsächlich auch sehen. Aber ich bin tatsächlich auch ein sehr heller Hauttyp. Also ich glaube, ich könnte sehr krank wirken. Nee, du könntest so schneewittchenmäßig. Ja. Doch. Ja. Kandidat Nummer 2. Okay, ja. Was siehst du bei Anna für eine Haarfarbe? Also ich bin nicht der große Fan von so experimentellen Farben, aber ich würde sagen, so brünett würde eigentlich. Perfekt, dass er sich beworben hat bei einer. Das ist meine Naturhaarfarbe. Ja. Redhead. Ein bisschen natural. Wie stehst du denn zu Rot? Ja, kann man machen. Aber also. Ihr steht's auf jeden Fall. Na dann. Danke. Na dann. So. Kandidat Nummer 3. Welche Haarfarbe würdest du bei Anna sehen? Kommt halt ganz darauf an, ob sie wieder was in Anführungszeichen Normales haben will. Dann würde ich halt auch wieder auf ihre Naturhaarfarbe, nämlich braun, gehen. Aber wenn sie etwas Verrücktes haben will, um etwas Neues wieder auszuprobieren, würde ich sie vielleicht in so einem knalligen Rosa oder Pink sehen. Oh, ist auch cool. Oh, rosa, das ist ja auch cool. Ja, würde ich auch sehen. Kandidat Nummer 4. Ich persönlich mag es sehr, wenn Mädchen ihre natürliche Haarfarbe haben. Mhm. Aber ich habe auch kein Problem damit, wenn die Haare gefärbt sind. Schwarz würde bestimmt ja. Ich finde auch gefärbte Haare bei Männern finde ich auch fresh. Also, weiß ich nicht. Jeder soll das machen, worauf er Bock hat, wo er sich wohlfühlt. Easy peasy lemon squeezy. Kandidat Nummer 5. Wie sieht es bei dir aus? Ich würde sagen, rot sieht gut aus. Vielleicht nach meinem Geschmack ein bisschen dunkler. Bisschen dunkler rot? Ja. Ah, okay. Ja, ja. Kandidat Nummer 6. Also momentan sieht es ja aus wie Bad Moms Jay. Also ich könnte mir auch lila oder blond vorstellen. Mhm. Lila ist aber eine interessante Antwort. Finde ich cool. Wer so ein Blau? Lila, blond und blau. Lila finde ich tatsächlich cool. Also so ähnlich wie du und dann mit so lila Highlights. Finde ich richtig cool. Das wäre auch ein Vibe. Kandidat 7. Ja, also ich stehe total auf rote Haare. Die kann man auf jeden Fall lassen. Ansonsten vielleicht so braun, das dann irgendwie dunkler wird nach unten. Super lineage ist das, glaube ich. Auch schön, ja. Man muss sagen, Kandidat Nummer 5, die Schuhe fandest du nicht so cool. Aber das ist der erste oder der einzige, der gesagt hat, so, die steht rot total gut. Und das findet er super gut. Ja. Finde ich schön. Das stimmt, ne? Guck mal, hat sie gerettet. Ich muss tatsächlich sagen, ich werde super ungern verglichen. Und Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6 meinte, dass ich aktuell ausschaue wie Bad Moms Jay. Oh. Ja, okay.
krass. Mir ist es scheißegal, wenn ich verglichen werde mit Leuten. Also, solange es nicht irgendwie Baba Yaga ist oder so. Aber dann, Digga, ja, dann ist halt so. Dann ist halt so. Ja, dann bin ich halt Hagrid. Was willst du machen? Was willst du tun? Okay. Aber check ich, wenn sie darauf, wenn sie das nicht mag. Und echt? Ja, ich bin Anna. Also ich bin nicht Bad Moms Jay, nur weil ich rote Haare habe. Ja, deshalb, glaube ich, würde ich mich sogar gegen ihn entscheiden. Oh. Okay, krass, okay, krass. Bad Moms Jay ist aber ein Hottie. Aber ich verstehe. Ja, ja, aber Jay ist Slay. Du bist Anna. Ja. Get it. Okay. Okay. Dann Nummer 6, du kannst jetzt hervorkommen. Oh wei, der Arme. Oh, hi. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch. Hi, hi. Och, du siehst so lieb aus. Meinst du bestimmt gar nicht so, oder? Ja, ich wollte das als guten Vergleich einfach nehmen, weil das, die sieht ja auch ganz gut aus. Ich verstehe es. Voll nett von ihm. Fehler! Ist eine neue Garde, aber ich werde ungern verglichen. Naja, kann ich verstehen. Danke, dass du da warst. Hat mich gefreut. Voll der ruhige Typ, voll freundlich. Der war ja so ein Lieb. Der war ja eine 11 von 10. Was ist denn da los? Ich stehe auf große Männer. Ja. Auch dein Typ? Auf große Männer? Was? Ich stehe auf große Männer. Ja. Krass. Ja, große Männer sind super. Toll. Männer allgemein toll. Super. Ja, also ich habe tendenziell gar keinen Type. Mhm. Ich schaue mir immer die Person an und denke so, ist nice. Ja. Ja. Fand ich attraktiv. Oder? Doch. Findet ihr 1,95 zu groß? Kommt halt darauf an, wie groß man als Frau selber ist. Ne? Ich bin 1,80 selber, deswegen ist es eigentlich egal, wie groß ein Typ ist. Ich glaube, wenn ich 1,50 wäre und ein Typ 1,85 ist, Digga, das ist schon unentspannt. So. Allein auch so küssen oder so. Du könntest ja nie von dir aus die Person küssen. Das ist ja wie so ein Orang-Utan da an einem Baum, muss ich dann da so hochhangeln und sowas. I don't know. Ja, auch ich hatte voll das liebe Lächeln. Ja. Naja, nächste Runde. 3, 2, 1. Welches Outfit findest du auf Anhieb am besten? Letztes. Letztes? Ja. Krass, halt hier. Die Skinny Brackers, Bruder. Boah, finde das heftig. Das ist chillig. Ich finde das nice. Ja, das wären, glaube ich, meine Favoriten. Das geht auch noch fit, aber ich würde eher das oder das sagen. Gedacht, aber passt auch zu dir. Hat auch Ringe, findest du gut? Ja, finde ich sehr. Bin 2,04 Meter, meine Frau ist 1,60 groß. Bruder, wie geht's deinem Genick? Wollt ihr Kinder? Okay, das ist hart, das ist hart. Seine Blutlinie ist versaut, Junge. Was machst du? Was machst du? Ja, das ist ja zu spät, sind schon 2 da. Wie geht's deiner Frau? So als 1,60 Frau da so ein 15 Kilo Mett-Ding da rausgebären, ey. Boah, krass. Das muss eine Macherin sein. Das muss eine Macherin sein. Hut ab, Alter. Ringe generell? Ja. Wollt ihr alle mal eure Hände zeigen? Nummer 4 und Nummer 6. Aber hier Armband, auch cool. Doch, schöne Hände. Aha, aha. Die Uhr. Welches Outfit findest du nicht Iceberg. So ideal gerade? Boah, ich mag alle tatsächlich. Ich finde alle fit und richtig gut. Okay, hast du eine Frage? Ja, tatsächlich. Und zwar, wie steht ihr zu Kampfsport? Da ich ja seit neuestem boxe und auch vorhabe, weiterhin vielleicht auch ein paar Kämpfe zu machen. Ja, wie steht ihr dazu? Nice. Voll cool, dass sie durch ihren Sieg und auch durch die Vorbereitungsphase da für sich so ein neues Hobby entdeckt hat und so eine neue Sportart, wo sie Bock hat, das weiterzumachen. Finde ich mega nice. Just zu Kampfsport. Also ich finde Kampfsport generell sehr cool. Ich habe mich da auch schon mal ein bisschen durchexperimentiert. Momentan mache ich leider nichts mehr, aber ich habe da wohl sehr Interesse dran. Hättest du Bock, mit deinem Freund oder so mal zusammen zu boxen oder so das zusammen zu machen? Ja, finde ich schon cool. Boah, geil, sie gegenseitig auf die Fresse schlagen, geil. Ja. Ja. Das kriegen wir sicherlich hin. Ja, sehr schön. Ja, geil. Kandidat Nummer 2. Also ich habe mich selbst noch nicht im Kampfsport ausprobiert, aber habe schon einige Berührungspunkte privat gehabt mit Freunden, die da schon ihre ersten Amateurkämpfe im MMA hatten. Aber ich finde das wirklich stark, dass du das machst, weil das hat auch viel mit Disziplin und Ausdauer zu tun. Und das finde ich echt gut. Oh, ja, er ist schön. Ich dachte gerade, ich bin ein bisschen voll supportive. In so Kämpfen mit Freunden. Digga, da habe ich auch gedacht, als sie das gesagt hat, war ich auch so, ja, ich boxe mich immer mit den Jungs, dann war ich so, na danke, jedes Wochenende im Stadion, weißt du, bin die Hooligans, schlagen mir auf die Fresse. Oh Gott. Wie schon auf Schläger geboxt. Nee, also man muss ja definitiv sagen, es, je nachdem, wie sehr man Straßenschlägerei. Hat, kann es ja auch mal im Gesicht ein paar Sachen verunstalten. Damit muss man ja auch zurechtfinden oder allgemein, man muss ja auch... Hey, ich schlage auch meine Frauen immer beim Bumsen so, hä, ist doch voll normal. Sieht ja wahrscheinlich seine Partnerin, wie sie vielleicht auch mal verschlagen wird. Also ich weiß nicht, wie da Leute damit umgehen können. Stimmt, eigentlich. Oh, ich fand das, als du geboxt hast, ich fand das ganz schlimm. Weil ich dachte so, okay, bei dir nicht, weil du nicht so viel auf die Fresse bekommen hast, aber bei anderen schon. Ja. Wenn die so vermöbelt wurden,
Kandidat Nummer 3, wie stehst du zu Kampfsport? Ja, genau. Erstmal Glückwunsch zu deinem Sieg. Danke. Ja, gerne, oh, gerne, gerne. Oh, der Aufmerksame. Ja, hab ich mega gefeiert. Auf jeden Fall finde ich es mega gut, wenn eine Frau sich zu verteidigen weiß. Deswegen finde ich es mega gut. Ich habe auch jahrelang geboxt. Deswegen von daher hättest du auf jeden Fall an deiner Seite mit mir einen der stärksten und besten Kampfpartner. Geil! Einen der stärksten und besten. Voll gut, oder? Ja, ich finde gut, dass das selber auch kann. Auch so selbstbewusst so. Ich bin einer der stärksten und besten. Ganz nach dem Motto, train hard, fight easy. Ja, geil. Nee, finde ich gut. Mag ich, ja. Das ist süß. Kandidat Nummer 4, wie stehst du zu Kampfsport? Ja, einfach so erstes Date, sich einfach so übel auf die Fresse geben gegenseitig. Gut, über alles. Ich mache Kampfsport, seitdem ich ungefähr 5 bin. Ich habe erst mit Taekwondo angefangen, dann rüber zu Kickboxen und dann zu Boxen. Also ich mache Kampfsport im Prinzip mein gesamtes Leben lang. Habe auch schon in mehreren Turnieren mitgemacht. Und ich fühle das Boxen auch sehr, sehr krass. Deswegen würdest du das nächste Mal im Ring stehen, ich würde dich lauter als alle anderen anfeuern. Oh, cool. Okay, Kandidaten. Nein, das ist aber wirklich schön, wenn man ein gemeinsames Hobby mit dem Partner hat. Da ist auch das Verständnis dafür natürlich auch. Ich finde es auch süß, dass sie die Frage stellt, weil das natürlich auch eigentlich das wichtigste Ziel ist, seinen Partner zu unterstützen. Und natürlich könnte zum Beispiel ich auch meinen Partner unterstützen in Hobbys oder Passionen, die ich jetzt nicht so 100% nachempfinden kann, aber man halt trotzdem so Gemeinsamkeiten hat. Das ist schon echt sweet. Das ist cool. 5. Wie stehst du zu Kampfsport? Ich habe mich in dem Bereich noch nicht so probiert. Ich stelle es mir auf jeden Fall relativ spaßig. Oh, also, kann man auf jeden Fall mal probieren. Mhm. Vielleicht wird es ja was. Ich glaube, es ist nicht so spaßig, wenn du siehst, wie Anna vermöbelt wird oder vermöbelt. Aber ja. Was glaubst du, würdest du damit umgehen können? Ich glaube, das wäre mein absoluter Horror. Ich glaube, das wäre wirklich mein absoluter Horror. Die Vorstellung, wenn ich jetzt einen Partner hätte, den ich liebe, und der boxt und dann halt mir reinziehen müsste, wie der Leuten auf die Fresse schlägt und selber auf die Fresse geschlagen wird. Ich glaube, oh Digga, das könnte ich nicht. Also das, ich bin da auch einfach zu sehr Pussy. Aber diese, er geht dann einfach in den Ring. Er boxt dann. Okay. Runter. Fass nicht meine Freundin an. Ich dachte, es kommt jetzt, sie wird nicht vermöbelt, weil sie besser ist. Das sowieso. Aber natürlich, ich nehme jede Hilfe gerne an. Kandidat Nummer 6, wie stehst du zu Kampfsport? Also ich habe 2 Jahre in Spanien, habe ich Kraft Maga gemacht und Boxen. Heißt nicht Kraft Maga? Ein super Conor McGregor-Fan. Mhm. Ja, cooler Typ. Kraft Maga? Kraft Maga. Das ist eine Kampfsportart, ne? Ich kenne Boxen, MMA und das war es dann. Aber auch. Das Ding ist, ich habe gehört, dass wenn jemand Kraft Maga, whatever man das, wie man es ausspricht, dass das so das Heftigste ist von allen im Endeffekt? Ja, das ist so eine israelische Kampfsport, der bei der Army gelernt wird. Oh, krass. Hättest du Bock, so andere Sachen auszuprobieren mit ihm zum Beispiel? Im Bett? Na was? Nein, ja, voll, ich bin offen. Also deshalb habe ich ja auch den Boxkampf gemacht. Alle würden mich supporten, was toll ist. Ich würde es verstehen, wenn man sagen würde, feiere ich nicht. Ja. Würde ich wirklich verstehen. Ich gehe jetzt diese Runde, glaube ich, aufs Outfit und die Schuhe von Nummer 4 sind. Hey. Ich würde dir auch ein bisschen helfen, dass es fürs nächste Date funktioniert. Oh. Ist das aber ein Deal? Er hat den Ring an. Ja, aber die Schuhe sind. Ich würde dir helfen. Ey, wir können auch super lange trainieren auch. Ich bin da voll dabei. Okay. 100%. Okay. Oh mein Gott, er kämpft richtig für dich. Ich mache mit dir Prep Meals alles. Ich mache die Vorbereitung sogar. Ich koche für dich sogar. Aber dann würdest du das ja auch alles machen, auch wenn ich dich jetzt rausvote. Nee, dann können wir das ja nicht machen, weil wir müssen ja uns jetzt finden, ein bisschen mehr kennenlernen. Er kämpft. Oh nein! Ich will nicht so sehr, Anna. Okay, nee, aber ich lass mich nicht unterkriegen. Ich bleib meiner Entscheidung treu. Okay, du bist eine gestandene Frau. Ja. Ich will dich nicht. Kandidat Nummer 4, du kannst dann jetzt davor kommen. Oh, oh nein! No. Ich hab dich echt sehr gerne. Aber voll der Süße. Was sind denn da für Schnittchen hier bei Anna dabei? Schnittchen, freut mich. Schön, dass du da bist. Aber siehst gut aus, siehst du. Danke, du hast sehr schön. Schichtige Mausi. Ja, du auch. Danke. Passt du bitte. Hat mich gefreut. Ciao. Brauchst du jemanden, der so. Also, ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht. Ja, wie süß. Richtige Mausi. Leute, ne? Und dann sagt man sich schon mal, weißt du, warum krieg ich nur die scheiß Männer ab, ne? Sagt Anna jetzt nicht, aber. Weil da guckst du, die Golden Retriever, die sind's, Leute. Die Schüchternen. Die Lieben, die sind's. Da musst du attackieren, musst du festhalten, musst dich festbeißen wie so ein Chihuahua. Wie ein Pitbull. Es sind die Netten, es sind die Lieben.
nicht die nur nett wirken, aber eigentlich Psychopathen sind, sondern wirklich die wirklich Netten. Ist ja sehr so hart, was auch seine Meinung steht, oder? Also es sollte ein gutes Zusammenspiel sein. Ja. Also ich will jetzt nicht, dass ich jetzt so Alpha-Man hab oder so, weißt du, so, dass der... Doch, auf jeden Fall, ich brauche einen Alpha-Sigma-maskuliner-Mann, Mewing-dominanten... Overpower, mega Testo-Mann. Das ist genau das, was ich suche. Weil ich bin nämlich so klein und petit. Ich bin so ein kleines, fragiles, weibliches Wesen. Ohne männliche Führung kann ich nicht überleben. Der muss mich auch füttern. Alles macht, es soll halt ein gutes Miteinander sein und halt auf jeden Fall supportive. Safe. Ja. Hast du noch eine Frage? Ja, Mann. Ja, eigentlich super langweilig für mich, aber sehr wichtig. Pizza oder Pasta? Okay. Ja, easy, Digga, Pasta. In meinen Augen Quatsch, wer Pizza sagt. Ich weiß, es ist ein hartes Statement und ich werde mir auch viele Feinde jetzt hier gerade im Chat machen, aber Pasta so viel geiler. Du musst am Ende dann sagen, ja, was es gibt, dir am wichtigsten ja ist. Kandidat Nummer 1, Pizza oder Pasta? Nee, ist Quatsch. Also ich mag beides echt gerne, aber speziell, wenn ich zu Hause bin und wirklich Hunger habe, dann entscheide ich mich meistens für Pasta. Was für Pasta? Ja. Je nachdem unterschiedlich, wo ich gerade Lust drauf habe. Ja, cool. Okay, weiter. Kandidat Nummer 2. Ich bin auf jeden Fall für Pasta. Hm? Ja, hm, ja. Kandidat ja Nummer 3. Ich bin ebenfalls für Team Pasta. Nummer 4. Ich bin... Pasta so viel besser. Man kann mit Pasta so viel machen. Allein Trüffelpasta ist halt so OP. Gibt nichts, was darüber geht. Boah, oder auch so eine Tomatensauce einfach. Das ist so ehrlich, Digga. Dann Nudeln gibt es in so verschiedenen Formen. Lasagne ist ja auch eine Art von Pasta. Cannelloni gefüllt. Tortellini. Diese nicht richtigen Tortellinis, sondern diese... Digga, ihr wisst, was ich meine. Diese flachen Dinger... Aglio Olio, auch geil. Pesto rot, Pesto grün, Bolognese, Carbonara, Buscanetta, wie heißt das hier? Alles so geil. Bin ich Fan von beidem, aber ich glaube, wenn ich jetzt so spontan entscheiden müsste, dann würde ich mich für Pizza entscheiden. Okay. Kandidat Nummer 5? Boah, bei mir auf jeden Fall Pasta. Krass, ich würde nie auf die Idee kommen, Pasta mitzumachen. Doch, so. Doch, ohne Witz. Doch. Ich bin begeistert von euch Jungs, weil bei mir ist immer Pasta. Ja, und ja. Und im Normalfall jeden, den ich frage, Insta-Posten an Minuten, danke. Pizza. Ja, crazy. Also entweder die schauen alle meine Streams und wissen, dass ich Pasta-Liebhaberin bin. Crazy, also, aber voll gut. Was machst du immer für eine Pasta? Bei mir ist eigentlich meistens irgendwas mit Sahne und mit ganz viel Parmesan. Ah, geil. Sehr geil. Parmesan auch so wichtig. Ich würde nie auf die Idee kommen, mir Pasta zu Hause zu machen. Doch. Ich also würde immer Pizza nehmen. Nee, ich Pasta daheim und auch im Restaurant tatsächlich. Das ist auch ja so weird, ja. Ja. Ich weiß, ich verstehe ja den Gedanken, aber immer Pasta. Naja. Oh, period. Anyway, sus. Dann auf jeden Fall, sonst müssen wir jemanden rauswählen. Das ja ist ein bisschen schwierig. Nein, es ist leicht. Echt? Weil Kandidat Nummer 4 der einzige war, der Pizza gewählt hat. Oh. Hm. So, Digga, ich liebe diese Tomate und ich check das auch. Aber stellt euch mal ganz kurz vor, ihr habt so euren Traummann vor euch. Wirklich. Also so, da ist alles perfekt. Alles stimmt. Alle Parameter, die ihr euch überlegt habt und die euch wichtig sind an einem Partner. Und dann werdet ihr rausgevotet, weil ihr Pizza lieber mögt. Ey, wenn mein Traummann sagt, ich esse jeden Sonntag eine Schuhsohle, Digga, dann sag ich, alles klar. Ich helfe dir, machen wir. Super. Ich esse es zwar nicht mit, aber gib Gas. Okay, dann Kandidat Nummer 4, du kannst jetzt hervorkommen. Hallo. Hallöchen. Maus. Hallo. Die haben alle irgendwie die gleiche Frise, außer der erste, habe ich das Gefühl. Pizza hat dich rausgekickt. Aber das Outfit schaut wirklich... Dankeschön. Overall geil aus. Richtig ja nice, ja. Danke, dass du da warst. Ja. Tschüss. 3, 2, 1. Hallo. Was denkst du? Welches Outfit ist am coolsten bis jetzt? Ich finde Nummer 3 und 4 am besten. Ah, du stehst so auf Black. Ach, stimmt, ja. Ja. Also, ja. All Black ist immer gut. Ich mag jeden Fit. Ich fahre ja auch Nummer 2 extrem. Aber jetzt so würde ich mich für 3 und 4 entscheiden. Okay. Einfach, weil es besser zu deinem Bein passt. Ja, okay. Es ist so irgendwie so sportlich elegant. Ja, gefällt safe mir. Nummer 1 finde ich auch sehr chillig. Ich glaube, 2 ist fave. 2 ist mein Favorit. Weiß ich nicht, ich mag so Oversize-Klamotten bei Dudes voll gerne. Ich finde das irgendwie übel chillig. Ich mag, wenn Männer so Mann sind. Darf man sowas überhaupt sagen? Ich check dir, was ich meine. Also ich mag das, wenn so... Weißt du, so... Ich glaube, ihr checkt sowieso, was ich meine. Wenn das einfach... Wenn viel da ist an Mensch. Ich hoffe, man versteht, was ich sagen kann. Also das wäre von all denen, wer da würde ich sagen, so... That's my type.
Genau, in der Stimme auch. Mit der Weste? Ich finde alle vier irgendwie cool, auch unterschiedlich. Ich habe eine richtige Erklärungsnot gehabt, egal. Die Frage. Ja, meine Frage wäre, tragt ihr einen Bart? Ah! Juckt, auch komplett egal. Okay, Kandidat Nummer 1, trägst du einen Bart? Ne, ich trage keinen Bart, ich bin im Gesicht der völlige Milchbubi. Oh, aber weil du kein Bartwachstum hast? Genau. Okay. Oh. Ja, ist okay. Kandidat Nummer 2, trägst du einen Bart? Also bei mir ist der Bartwachstum auch noch nicht so fortgeschritten, aber ein bisschen was am Kinn. Mhm. Wie so eine Ziege. So. Ja, ein bisschen Pflaumen. Kandidat Nummer 3, trägst du einen Bart? Ja, also ein bisschen Bart habe ich auf jeden Fall. Ob es ein 3-Tage- oder 4-Tage-Bart ist, das darfst du dann später, wenn du mich willst, gerne selber entscheiden. Okay. Aha. Der kleine Flirty-Schningel. Ich habe auch nur ganz leichten, so 3-Tage-Bart. Boah, ich muss aber ehrlich sagen, Bart ist auch so eine Sache, juckt mich gar nicht. Rasiert an den Seiten, damit es schön clean aussieht. Findest du Bärte gut oder nicht? Ich mag Bärte, ja, aber es ist auch immer so Typsache. Ja. Aber tendenziell würde ich mich eher nach Männern... Ich finde Bärte irgendwie so... Ja, das ist eine richtig weirde Aussage. Aber ich finde das irgendwie so lachkig, so, dass Männern einfach, also die meisten, einfach Bärte wachsen. Checkt ihr, was ich meine? Dann chillst du so mit dem Mann und dann so 2 Tage später denkst du dir so, einfach Hamster, so, hä? Checkt ihr, was ich meine? Das ist so... Und dann rasieren die sich so und ich bin so, okay, krass. Ich vergesse voll oft, dass Männer biologisch, also dass es ja ganz anders ist einfach. Also natürlich weiß ich, dass Männer und Frauen biologisch unterschiedlich sind. Checkt ihr, was ich meine? Das ist so random so. Und wenn die einen leichten Bart tragen. Mhm. Also Nummer 3 und Nummer 4 findest du am besten so. Okay. Wird aktuell auch passen, so mit den Outfits, die tragen Bart. Also deine Faves sind 3 oder 4. Mhm. Du hast jetzt noch 1 oder 2. Beide Milchbubis. Der eine hat ein bisschen Butt im Kinn. Ja, die 2 können ja vielleicht sagen, wie die mich dennoch überzeugen können, obwohl die keinen Bart haben. Oha. Okay, Kandidat Nummer 1. Wie würdest du Anna dennoch überzeugen? Ich kann dir alles bieten, was du willst. Ich kann sehr gut kochen. Das heißt, ich kann für uns immer Pasta machen. Das ist voll gut. Actually gut, ja. Kochen Kandidat ist cool. Nummer 2. Wie würdest du Anna überzeugen? Also ich denke mal, dass ich mit meinem Charakter punkten könnte, weil ich viel Wert auf Loyalität und auf Ehrlichkeit lege und immer das gebe für die Menschen, die mir sehr wichtig sind. Oh, das ist schon sehr süß. Süß. Das ist echt süß. Okay, du musst jetzt aber einen rauswählen. Qual der Wahl. Der dir die Pasta ans Bett bringen würde, mit dem du auch romantische Abende haben kannst. Oder der dir auf jeden Fall nicht fremd geht. Ich glaube... Boah, ich muss aber sagen, wenn nicht fremd gehen, wenn das so ein Herausstellungsmerkmal ist, Digga. Ja, Wasser ist nass, Feuer ist heiß, man geht nicht fremd. Checkt ihr, was ich meine? Also wenn das ist so, ja, und ich gehe nicht fremd, wo ich mir denke, ja, das hoffe ich auch für dich. Das ist auch nicht die Erwartungshaltung, die ich an irgendjemanden habe, weil das so komplett out of the universe ist. Ich denke nicht mal daran, dass jemand mit mir fremd gehen könnte. Ich würde mich gegen Nummer 1 entscheiden, weil ich jetzt rein nur von der Statur her Nummer 2 irgendwie so ein bisschen safer, weißt du? So, ich mag es, beschützt zu werden. Wird so grob. Girlie, du bockst doch. Wozu beschütze? Ja, okay, check ich. Okay, Kandidat Nummer 1, du kannst dann jetzt hervorkommen. Hallo. Hallöchen. Pausi. Hallo. Hi. Dir steht's aber actually gut. Dankeschön. Ja, voll. Doch. Ich gebe mein Bestes. Und du hast hier ein bisschen Bart, sehe ich. Ja, das sind diese kleinen. Der Anfang. Den habe ich auch. Ja, fühle ich. Okay, danke, dass du da warst. Dankeschön, tschüss. Nächste Runde. Wir haben ja diesen Joker hier. Okay, krass. Jetzt eine Frage. Irgendwas in diesem Joker soll dir helfen, die Liebe deines Lebens zu finden oder zumindest eine Person rauszuvoten. Okay. Also, willst du die einfach mal öffnen? Mach ich. Let's open it. Oh, wow. Wow. Okay. Ist da noch irgendwas drin? Nee. Drin, ne? In welche Richtung geht das denn jetzt? Anna hat jetzt ihre Boxhandschuhe an. Ja, irgendwie, die Wasserrutsche ist irgendwie, das ist das neue Ding, ne? Das ist die neue Justin-Bieber-Frisur. Ich finde es nicht schlimm. Ich finde, es steht vielen Männern. Das Ding ist, Digga, ich klatsch mir jeden Monat da irgendwie irgendwelche Fake-Haare in meine eigenen Haare rein. Also die kleinste Violine der Welt, die auch mal die Fresse halten, wenn es darum geht. Wobei ich finde so, ich weiß auch nicht, ob das irgendwie so Daddy-Issues bei mir sind oder ob das ich so eine Draco Malfoy-Psychose habe irgendwie. Ich finde es auch manchmal nice, wenn die so ihre Haare so zurückgelen.
I don't know. Mein Dad hat halt die gleiche Frisur und deswegen mache ich mir da ein bisschen Sorgen auch. Aber andererseits denke ich einfach, dass ich einfach eine Draco Malfoy-Psychose habe und deswegen halt so zurückgegelte Haare nice finde. Alles klar. War schon stark. Ich glaube, ich stand so am Ring. Ich war so. Dann habe ich erst mal meinen Gürtel fallen lassen. Ich hatte die Handschuhe noch an, habe ich die Gürtel hochgehoben. Mafia-Frisur, ja, Mann. Gigolo. Ich habe gesehen, als du, dass der gesagt hat, dass du gewonnen hast, standst du so. Das war geil. Da ist eine Shit. Er will unbedingt dir zeigen, dass er die große Liebe ist. Und der hat sich jetzt bereit erklärt, einen kleinen Testbox zu machen. Ich gebe dir einfach eine Gerade. Ist es der erste oder welcher? Das war, Mann, das war, den sie rausgevotet hat. Oh. Ja, Haare jucken mich auch null, ich wollte antäuschen. Boah, ich weiß, ach Gott. Na, schon wie? Hä? Fandst du gut? Ach, ganz gut. Hast du volle Pulle oder warst du so? Ich bin zwei. Oder war das volle Pulle? Nein. Ich habe ein bisschen Angst, wirklich. Okay, fair. Aber danke, dass du da warst. Ich will nur mal sehen, wie sie im Ding zieht, Alter. Ja, der hat sich halt keinen Millimeter bewegt, ne? Macher. Okay, du hast jetzt aber noch deine drei Kandidaten und du kannst den jetzt allen einmal in den Bauch boxen. Weißt du, der arme Typ, weißt du, erst wird er zuerst rausgeworfen, weißt du, so richtig lieb. Er so, ja, ich trainiere dich, so, ich koche für dich, ich meal prep für dich, weißt du, er macht alles für sie, sieht auch noch grandios aus, scheint einen guten Charakter zu haben. Er wird erst rausgeworfen, dann wird er auch noch verprügelt von ihr. Richtiger Scheißtag heute. Oh Gott, das fühlt sich so falsch an irgendwie. Nein, muss ein Selbstbewusstsein machen. Schlägt die jetzt die Leute? Ja? Standhaft geblieben. Guter Stand. Die schlägt einfach bisschen, die Männer. Bisschen nach hinten getorkelt. Wenn ich fester schlage, dann fliegt er. Okay. Kann ich ja Nummer zwei? Anspannen. Ja, ist gut. Der war gut. Ist hart auf jeden Fall. Der war ready. Wie er den Bau nach vorne gemacht hat. Ist ready? Boah. Alle standhaft. Auch gut. Alle gut. Wir haben alle so standen. Also, gib mir. Aber gut, oder? Ja. Okay, kannst du jetzt auf Basis dieser Pose. Das ist wirklich der erste Tag seiner Villain-Origin-Story, Alter. Wirklich, wirklich. Nee, aber es weiß ich nicht. Steht ihr drauf, geschlagen zu werden? Oder wieso habt ihr es jetzt mit euch machen lassen? Ja, Kandidat Nummer 1. Stehst du drauf, geschlagen zu werden? Also ich stehe nicht unbedingt drauf, geschlagen zu werden, aber ich habe es mitgemacht. Beweisen, dass ich mindestens, wenn nicht sogar viel, viel stärker als der hier rechts von mir ist und auch links. Mhm. Er hat es auch gut gemacht. Kandidat Nummer 1, wie siehst du das? Eigentlich stehe ich nicht darauf, aber ich bin da sehr confident, dass ich da was tanken kann, sag ich mal. Confident, tanken. Und Kandidat Nummer 3? Ja, also wenn mal Druck oder irgendwie Wut abgebaut werden muss, dann bin ich doch da, das ist kein Problem. Da wurden drei Schläge abkassiert, drei Antworten. Mhm. Alle drei stehen irgendwie da drauf, geschlagen zu werden. Wen findest du nicht so toll? Also die haben alle drei echt durchgehalten. Ich bin jetzt mal so frech und würde aber Nummer 3 rausvoten, weil ich glaube, wir sind relativ gleich groß. Ah, es ist wieder nur die Größe. Größere Typen. Alle Frauen sind gleich. Natürlich. Yes. Okay. Ja, dann hat er die Nummer 1 gewonnen, ne? Will ich jetzt mal sagen. Also will ich jetzt mal so. Ich glaube, der kann auch 3 IQ haben und sabbern. Wenn er über 1,90 ist, dann bingo. Ja, ich bleib bei meiner Antwort. Alright. Kandidat Nummer 3, du kannst jetzt hervorkommen. Hallo. Hallöchen. Dass du da bist. Ja, hab mich gefreut. Hallo. Oh, voll das schöne Gesicht. Ja, er ist ein bisschen größer als du. Ja, ein bisschen. Mann. Aber sehr. Richtig liebes Gesicht, finde ich. Tschüss. Ciao. Bye-bye. Finale. Also voll hübsch, oh. Alter. Voll hübsch. Hast du jetzt noch eine Frage fürs Finale? Ja. Kriegt er jetzt auch noch eine Bombe gezogen? Und zwar, wie groß bist du plus Körpergröße? Wie groß bist du plus Körpergröße? Anna! Ja, aber sowas fragen. Nein. Wow. Nein, Spaß, Körpergröße. Nein. Wie groß bist du plus deine Körpergröße? Nein, for real. Okay, wie groß bist du? Körpergröße 1,87. 1,87, das ist doch groß. Und doch Zypern. Kandidat Nummer 2. Mhm. Sage und schreibe 1,79. Beide groß. Größer 1,70. Na da. 1,70, ja gut, das ist natürlich. Ja, du findest den größeren besser? Ja, größer ist immer besser. Egal welche Körpergröße. Okay. Willst du noch eine Frage stellen oder? Mama! Ja, okay, spicy. Und zwar, wie würdet ihr reagieren, wenn ich mit euren Eltern so gar nicht klarkommen würde? Würdet ihr die Beziehung trotzdem
am Laufen halten oder wie würdet ihr reagieren? Schwierig, ernst schwierig. Muss ich von mir aus sagen, mir ist es persönlich unglaublich wichtig, dass mein Partner sich gut mit meinen Eltern versteht und auch andersherum. Also ich würde mir sehr viel Mühe geben, mich mit den Eltern meines Partners gut zu verstehen und dass sie einen mögen. Das ist mir mega wichtig, weil ich ein sehr familiärer Mensch bin. Und natürlich kommt es auch natürlich immer auf die Familienbeziehungen an sich drauf an, also wie man auch als Person zu seiner Familie steht etc. Aber mir ist das mega wichtig. Dementsprechend würde ich mir genauso viel Mühe geben, dass die Familie mich halt mag von meinem Partner, weil ich halt selber so ein familiärer Mensch bin. Und außerdem habe ich das Gefühl, meine Mutter weiß eh immer, welcher Mensch gut ist für und nicht gut. Also die Frau hat wirklich ein gutes Gespür dafür so. Deswegen würde mir es auch viel bedeuten, wenn meine Mom sagt, okay, der ist cool oder der ist nicht cool. Würden sich gar nicht verstehen. Deine Eltern würden Anna hassen. Was würdest du tun? Ich würde auf jeden Fall erstmal auf meine Eltern zugehen und mit denen darüber reden, was denn stimmt. Und das Problem auf jeden Fall versuchen zu beseitigen, weil die Connection mit Eltern und der Freundin ist sehr wichtig. Kandidat Nummer 1, stell dir vor, das Problem würde sich nicht beseitigen. Also deine Eltern finden einfach ihren Vibe oder ihre Intention nicht gut. Was würdest du dann tun? Wenn sie die eine ist, dann würde ich mich wohl für sie entscheiden. Kandidat okay, krass. Nummer 2, wie würdest du reagieren? Das ist echt eine sehr schwierige Frage. Ich könnte jetzt der Anna vielleicht ein bisschen Honig ums Maul schmieren, aber ich will darauf ehrlich antworten. Ich gehe einfach davon aus, dass wenn Anna die Frau ist, die mich glücklich macht, meine Mutter könnte sie ja gar nicht hassen, weil meiner Mutter geht es ja hauptsächlich darum, ihren Sohn glücklich zu sehen. Und wenn Anna die Frau ist, die mich glücklich macht, dann kann sie uns gemeinsam lieben. Okay, das wäre ja Idealbeispiel. Aber was wäre wirklich, wenn es so eintreten würde, dass wir uns hassen würden? Ja, dann weg mit dem Typen, ne? Du meine Mutter hast, dann bist du auf jeden Fall nicht die Richtige. Oh, man kann sich immer so wenden und drehen. Also ich fand die Antwort von Nummer 1 sehr gut, dass er meinte, man würde auf jeden Fall erstmal darüber sprechen, so woran liegt es, wieso, weshalb, warum. Aber Familie über alles. Also es gibt nur Probleme. Also es ist auch traurig. Stell dir mal vor, du heiratest und du kannst deine Familie nicht dabei. Das wäre halt Horror. Also das, nee. Ja, also ich finde das schrecklich. Ja, jetzt haben beide eigentlich relativ gleich, sag ich mal, geantwortet. Obwohl, bei der Nummer 1 meinte, wenn ich die Richtige ist, dann würde das für dich entscheiden. Nummer 2 war eher so Richtung Family. Eine Mutter habe ich halt nur eine, ne? Und Freundin mehrere, oder wie? Nein, aber ich meine, wenn Anna nicht meine Frau sein wird, dann wird es halt wahrscheinlich eine andere. Aber eine Frau kann ich immer wieder haben. Wenn ich mich scheide, komme ich mit der anderen zusammen. Nicht, dass ich jetzt so wäre, aber ich meine, das gibt ein bisschen Muttersöhnchen. Wenn sie weg ist, dann ist sie halt für immer weg. Da kann ich ja nicht einfach eine zweite Frau holen und sagen, jetzt spielst du meine Mutter. Außer meine Mami. Mami! Spiele ich deine Mami? Also ich glaube dadurch, dass, also es ist lieb gemeint, wenn ich die eine bin wirklich, es ist auch immer so, you never know, wenn es in real life wirklich passiert, wie du dann handelst, aber jetzt so rein nach meinem Ansatz würde ich sagen, dass ich auf jeden Fall immer mit der Familie gehen würde, deshalb würde ich nur eins rausvoten. Weil er meinte, wenn ich wirklich die eine wäre, würde er es machen, was super süß ist, aber ich das nicht möchte. Okay, fair. Damit haben wir unseren Gewinner. Kandidat Nummer 1, du kannst jetzt hervorkommen. LOL, okay, sie hat auch den Großen rausgenommen. Oh, hallo, was geht? Wow, hallo. Süßmaus. Danke, dass du da warst. Schön, dass du da warst. Wie fühlst du dich als Zweitplatzierter? Ja, muss ich so hinnehmen. Ist schade. Könnt ihr noch in DMs leiten. Aber da ist ja unser Gewinner. Ich danke dir. Danke, dass du da warst. Bye bye. Tschüss. Dann kann der Gewinner Tschüssi. Jetzt hervorragend hervorkommen. Oh. Hallo. 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 Servus, wie geht's? Alles klar? Was Servus. Hi, geht's dir gut? Ja, schön, ja. Bist du da. Schön, dass du hast. Vielen Dank, dass du da bist. Auch sehr süß. Ja, wie geht's? Was denkst du? Ja, ist nett. Sehr schön. Mich. Ja, Mann, vielen Dank. Was denkst du? Hübscher als auf Instagram-Bildern. Danke. Aha. Sehr cool. Hier ist ein Catfish, hier ist es umgekehrt. Echt? Ja, klar. Stabil. Lieber so als andere. Ah, oh, smooth talking. I see you. Ich habe hier so einen Sushi-Laden gesehen. Aha. Hast du Lust? Sushi oder? Klingt gut. Krasse. Pasta. Ciao, ciao. Tschüss. Süß. Das haben wir wieder so gut gemacht. Es könnte echt matchen. Ah. Geht ihr jetzt echt? Süß, oder? Traum. Ach Leute, wie gesagt, ich kann es gar nicht abwarten. Bin ja auch dabei. Jetzt, bald. Also Leute, falls ihr mich mal daten wollt, bewerbt euch doch bitte. Bitte über 1,85, Kontostand, sechsstellig. Gerne einen geringeren IQ als ich. Ich weiß, dass es ziemlich schwierig ist, sowas zu finden, weil ich würde mich gerne intelligenter fühlen als mein Partner. Und dann haben wir es doch auch eigentlich, ne?